jetzt genau da weiter, wo wir gerade aufgehört haben, bei dem Versuch, die zwei Schiffe zu übernehmen. Und wo ich gerade kläglich gescheitert bin, das will ich jetzt noch einmal versuchen. Und dieses Mal versuche es zumindest, Schleichen zu schaffen. Ich glaube zwar nicht daran, dass es funktioniert, aber wir werden sehen. So, Twitch läuft alles. Das. Jo. Dann auf zur letzten Runde. Wir haben jetzt noch 1,5 Stunden. Und dann war es das mit Far Cry 6 im Stream. So. Ist natürlich jetzt doof, jetzt sind sie natürlich nicht mehr markiert. Sind jetzt alle. Was für ein Preis, warum sind die einfach mal alle aggressiv? Macht's ja noch schwerer. Hier ist Vasquez. Alles sauber. Nichts zu melden. Krass. Eine Leiche. Waren wir noch. Wir finden sie. Wer bist du hier? Was ist der andere? Hier, Jimenez. In meinem Sektor ist alles ruhig. Er sieht mich. Oben ist irgendwo einer. Carrillo! Der Hauptmann will, dass die Vogelscheiße von der Antenne gekratzt wird. Carrillo! Ich weiß, dass du mich hörst. Es ist halt gemein, dass die jetzt alle nicht mehr markiert sind. Das finde ich echt gerecht. Das heißt, hinten, die müssten, oder... Da hinten war nur die Kamera und Alarm. Aber gelootet ist es noch. Raoul, bitte komm! Die Kamera da ist weg. Ist weg. Hier sind schon genug von euch. Ja. Zu viele für meinen Geschmack. Der Typ hier. Hey, Carrillo! Ich sehe deine Freundin da vom Hafen. Ach nein, ist ein Wal. Carrillo? Nummer 1. Unglaublich, Danny. Niemand auf dem Boot hat dich bemerkt. Schaffst du das nochmal? Finden wir es raus. Naja, nicht ganz haben sie mich bemerkt. Sag muss mal so. Aua. Dass sie da drüben nicht rüber gucken und mich sehen? Brauche ich zwar jetzt eigentlich nicht mehr ausschalten. Keine Verstärkung mehr. Aber ich mach's mal. So, um alle markieren. Ich sollte die Kamera da zerstören. Ich sollte den Alarm ausschalten. War's das? Bestimmt noch Leute, die ich nicht sehe von der Seite aus hier.
weißt du, dass ich mit dem Scharfschützgewehr einen Schuss bräuchte, für den würde ich mit dem Scharfschützgewehr erstmal schießen, aber. So viel Glück werde ich wohl nicht haben. Ob wir das zweite Schiff auch noch stealth-mäßig schaffen. Leute. Was kann man eigentlich den ihre Waffen nicht nehmen? Zwei noch. Da ist die besoffen. Nein. Wie läufst du? Da draußen ist jemand. Ich weiß es. Nee. Das ist eine Lüge. Scheiße, du weißt doch. Ende. Sind wir fertig? Verstärkung zu rufen.
Clara, wir sind fertig. Verschwinden wir. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft, Danny. Auch wenn ihr uns offensichtlich nicht gebraucht habt. Freuen wir uns nicht zu früh. Ich bleibe zurück, bringe Sprengladungen an und sorge dafür, dass die Schiffe in die Luft fliegen. Die Bescheid hatte fertig getroffen. Danny, ich bin auf dem Weg zu dir. Was war das jetzt für eine Aktion? Wo bist du, Clara? Ja, du, ne? Achso, toll. Alles klar. Haben wir es doch gut geschafft? Beim zweiten Mal. Viva Libertad, Dani. Muss man dir lassen, Clara. Verdammt, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft, Danny. Das ist der Unterschied. Was wirst du tun, wenn du in Amerika ankommst? Alejo und ich wollten Drecksjobs machen, bis wir genug Kohle haben, um eine Werkstatt zu eröffnen. Wenn uns das Embargo der Yankees eines gelehrt hat, dann wie man die Dinge mit nichts am Laufen hält. Ist das dein Traum? Klar, die Yankees mögen dich dafür bezahlen, dass du ihre Autos parkst oder ihr Obst pflückst. Aber du wirst nie einer von ihnen. Den amerikanischen Traum gibt es nicht in unserer Farbe. Okay, wenn wir schon dabei sind, unsere Träume zu zerstören, was hast du vor, nachdem du gewonnen hast, Presidente Garcia? Der nächste Präsident wird keine 6 Monate überleben, ehe man ihn ermordet. Moment, was? So sieht's aus. Werden freie Wahlen dieses Problem nicht lösen? Was ist mit deiner Liste? Es ist eine Vision, Danny. Aber ich bin nicht so naiv, wie du denkst. Diese Revolution wird Yara befreien, aber nicht heilen. Wenn wir die Hauptstadt einnehmen, wird Yara brennen. Durch einen Bürgerkrieg, Fraktionskämpfe, Warlords, von außen unterstützte Staatsstreicher. Such dir was aus. Yarana werden eine ganze Generation lang Yarana umbringen. Aha. Dieser Kampf wird den Rest meines Lebens andauern. Yara steckt in einem Teufelskreis aus Tyrannei und Revolution. Mein Job ist es, uns aufzuzeigen, wie man ihn durchbricht. Das ist gar nicht dein Traum, oder? Du musst das tun. Wie kommst du darauf? Niemand will das freiwillig. Doch, Danny. Jeder, der mir folgt, der sich Libertad anschließt, entscheidet sich freiwillig. Aber weißt du, ich sehe dich wirklich schon Regale in einem dieser riesigen Yankee-Supermärkte auffüllen. Fick dich. No. Ich glaube, nur so eine kleine Uniform stünde dir gut. Mit Namensschild und vielleicht einer schicken Schürze. Lass mich aus deinen Fantasien raus, Clara. Da gerade runtergefallen. Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblingsguerreros. Ich habe meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Jefa. Was gibt es? Julio ist noch nicht zurück. Gefangen genommen. Coronado Prison. Oh ja, haben wir gefangen genommen. Libertad wird euch wahre Yarana umbringen. Traitores! Criminales! Puta. Mijo, der Unterschied zwischen wahren und falschen Yaranern ist oft schwer zu erkennen. Aber es gibt ihn. Ein wahrer Yaraner versteht, dass Treue zum Vaterland der Schlüssel zum Überleben ist. Nicht Gerechtigkeit, nicht Liebe, nicht mal Familie. Die Treue zu einer Vision, die über ihn selbst hinausgeht. Come mierda. Falsche Yaraner sind gern die Parias. Sie sind süchtig nach ihrer Perversion. Dem Chaos, den Lügen, wie wilde Hunde. Aber Hunde kann man erziehen, dem Paradies zu dienen. Und wenn ein Hund sich nicht erziehen lässt, so wie Julio hier, wie Clara Garcia, wie Libertad, dann müssen wir ihn einschläfern. Papa, ich habe verstanden. Schläfer Julio ein.
Das ist ein schwieriger Schritt auf dem Weg ins Paradies. Ich verstehe das. Aber verwirklichst du unsere Vision, dann verspreche ich dir, dass so etwas nicht mehr nötig ist. Ich komme, Lita. Schön. Dann genieß die Show. Der ist weg. Regel Nummer 20. Einmal Gorilla, immer Gorilla. Die haben wir schon mal gehört. Yep, Uli hat eingecheckt. Nicht überlebt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde dich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen. Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Mein bester Guerriero. Ich verspreche keinen Sieg, noch nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist Fortunas Nummer 1. Klappt das immer? 50-50. Das Ding auf dem Rücken muss doch ziemlich schwer sein, ne? Die Gorilla. Erhöhte Militärpräsenz. In ganz Jahren werden stärkere FND-Einheiten positioniert? Keine Ahnung. Konnte ich jetzt nicht lesen. Libertad HQ. Binga, das Scheißboot säuft vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Wahrscheinlich. Aber du glaubst doch nicht, dass du jetzt nach Miami kommst. Oh, das ist wie eine kleine Insel, ja? Die ist ja süß. Aber habe ich jetzt hier? Ich habe hier noch. Ja, hier ist noch eine Kiste. Hier ist bestimmt auch noch irgendwo was versteckt. Und hier sieht es im Moment. Jagdgebiete sind hier bestimmt noch. Hier ist auch noch verdeckt. Die muss ich mir auch noch holen. Ja, gut, jetzt reden wir erstmal mit Juan. Juans Büro. Das ist mein Büro, Juan. Manche nennen es Hawaii-Hemd. Ich ziehe Guerilla-Smoking vor. Oh, was hast du denn hier? Neuer Rucksack? Oh, ne. Selbe. Erstmal Loot. Noch was? Ich hätte gerne abgereicherten Uranirum. Juan, du bist ein Arschloch. Ah, mein Lieblingsguerriero. Willst du, dass ich dir die besten Supremos und Improwaffen mache? Dann brauchst du abgereichertes Uran. Zu deinem Glück lagert Castillo seine Vorräte bei den größten Kanonen auf der Insel, bei seinen Flugabwehranlagen. Wenn du etwas von diesem süßen Uran gefunden hast, kannst du es in mein Büro oder zu einem meiner Mitarbeiter bringen. Wenn du eine FND-Basis einnimmst, wird ein Mitglied vom Team Juan einziehen und dir Zugang zu meinem Inventar geben. Denk dran, gewisse Vorzüge sind an einen Rang geknüpft. Wenn Clara so freundlich ist, dich zu befördern, können wir dir bessere Ausrüstung geben. Halte einfach deine Pesos bereit. Auch in der Revolution gibt es nichts umsonst. Und ganz unter uns hier noch ein Guerilla-Geheimtipp. Hab ein bisschen Spaß, verdammt nochmal. Stirb mit einem Lächeln im Gesicht. Zeit für ein Superhelden-Team. Dani, meine Impro-Waffen und deine Fähigkeiten. Du willst mehr Spielzeug? Bring mir mehr abgereichertes Uran. Bla bla bla. Hast du eben schon erzählt. Du kommst wieder. Sie kommen immer wieder. Ich
kann noch mehr angereichtes Uran bei Flugabwehranlagen stehlen. Wenn ich im Rang aufsteige, werden mehr Waffen verfügbar. Gehen wir ins Büro oder zu einem. Ich habe genug angereichtes Uran für etwas Neues. Ja. Was gibt's hier alles? Verrücktes Feuer erzeugt einen gigantisch explosiven Ring, der einen Gegner röstet, und drücke in der Luft auf Springen, um dich nach vorne zu katapultieren. Mhm. Giftanschlag. Stifte Chaos, indem du Giftgas über das Schlachtfeld schießt, durch das sich deine Gegner gegenseitig angreifen. Und der Impuls. Stoße einen MP-Impuls aus, der Gegner umwirft, Sicherheitssysteme ausschaltet und dich Fahrzeuge kapern lässt. Okay. Kann ich alle drei machen. Ich habe ja 300. Oh, hier gibt's Impro-Waffen. Boah, was? Was ist denn für ein Schild? Krass. Oh! Harpunwerfer, ernsthaft? Flammenwerfer? Das. Nagelsalven. Lautlos. Also ich nehme auf jeden Fall das hier. Und dann nehmen wir noch die zwei hier. So. Jetzt habe ich keinen Uran mehr. Weil ich genug habe. Einsatz in der Nähe. So, was haben wir jetzt hier? Das ist. Man bräuchte mehr Waffenplätze, echt. Gibt's eigentlich noch was zum Freischalten Waffenplätzen? Ich kann gerade mein Rad nicht aktivieren. Warte mal. Brauch mal kurz mein Rad. Ne, jetzt ist schon alles freigeschaltet. Jetzt der Angel. Schade. Hat nur drei Plätze. Was ist das? Was ist denn für eine Kiste? Die ist oben. Wo ist Hundemarke? Talisman. Als Uran wird nicht markiert. Hm. Oh, ich sehe noch, es gibt. Das ist schon krass, was hier abgeht. Also was Waffen angeht und Fähigkeiten, ist das Spiel echt nicht ohne. Jetzt kann ich den Bogen. Den Bogen hätte ich mir sparen können, gell? Wo ich das Ding hier habe. So, Werkbank. Das Aussehen. Kann man nicht nochmal verbessern, oder? Ah doch, man kann andere Munition. Fliegen weiter und schneller. Aufgespießt, gehen wir zu Raubtierködern.
Die haben sich echt was einfallen lassen. Lädt schneller nach. Ah. Vierfach. Toll, dass man dran war. Ich wäre hier mal für ein Visier. Ich mag die Waffe. Auch wenn ich sie irgendwann sowieso wechseln werde. Ja, komm. Mach drauf. Oh. So, wo ist sie denn? Da drüben. Gehen wir mal zu Clara. Sobald du wieder in Santuario bist, suchst du überall nach Waffen, Munition und neuen Anhängern. Castillo ist überrascht. Das sollte so bleiben. Willkommen bei Libertad, Dani. Ich könnte jederzeit wieder gehen, aber ich bleibe erstmal. Inspirierend. Befreien wir Yara. Kamera ist irgendwie dunkel geworden, kann das sein? Egal. Castillo kontrolliert ganz Yara mit Soldados, Sklaven und Blut. Die Hauptstadt ist eine Hochburg. Nehmen wir Esperanza ein, ist Yara frei. Am leichtesten können wir Castillo schwächen, indem wir viele FND-Stützpunkte und Kontrollpunkte angreifen. Aber das Wichtigste ist, Esperanza zu umstellen und Castillo in seinem Käfig festzusetzen. Das heißt gezielte Operationen, die die Revolution vereinen und Libertad stärker machen. Dafür musst du es schaffen, dass sich drei Gruppen bei Libertad anschließen. Jede dieser Gruppen führt Krieg gegen einen anderen Teil von Castillos Imperium, welches von seinem inneren Kreis kontrolliert wird. In El Este beuten Eindringlinge wie McKay Global unsere Ressourcen aus und Admiral Benitez verteidigt Castillos Giftproduktion. Aber die Legenden von 67 können uns helfen, das Blatt zu wenden. Sie verstecken sich im Dschungel rund um die höchsten Berge Yaras. Ihr bester Guerrillero El Tigre wartet nur darauf, dass du sie überzeugst, sich uns anzuschließen. Dann wäre da noch Valle de Oro. Es ist nicht nur das Zugpferd von Castillos Viviro-Operation, sondern auch von seiner Propagandamaschinerie. Geführt von seiner Kulturministerin Maria Marquesa. Aber ich habe ein paar alte Freunde, die unsere Gegenpropaganda organisieren können. Maximas Matanzas. Sie waren die Stimme des Protests und können Yaras Dissidenten motivieren, für Libertad zu kämpfen. Sie sind abgetaucht und wurden zuletzt in einem Fort in Balaceras gesehen. Wir müssen sie vor Castillos Truppen finden. In Madrugada hat Castillos Neffe José das Sagen. Ein Sklaventreiber, der Parias zwingt, diesen vergifteten Viviro-Tabak anzubauen. Aber die Montero-Familie führt Krieg gegen José. Sie hassen Besucher, aber ich habe von einem gewissen Mechaniker gehört, der eine Werkstatt in Costa del Mar hat. Er heißt Philibas Saga und ist sozusagen ihr Türsteher. Wenn ich du wäre, würde ich in Madrugada anfangen. Wir holen uns mit Hilfe der Monteros den Tabak zurück und drehen Castillos Viviro den Hahn ab. Du musst nur diesen Mechaniker Fili finden. Währenddessen bleibe ich hier und führe gezielte Schläge gegen Castillo in ganz Yara aus. Und ich soll all diese Fraktionen dazu bringen, sich Libertad anzuschließen. Wie? Ganz einfach. Hilf ihnen. So gut du kannst. Ist leichter gesagt als getan. Schicke ich den ganzen Trupp, ist es eine Invasion. Schicke ich einen Speer, meine ich nicht ernst. Mit dir kriegen sie meinen besten Guerillero ohne Politik und so. Hilf uns. Libertad nimmt die Hauptstadt. Wir schlitzen Antons Kehle auf, trinken sein Blut und so weiter. Dani muss an die Luft. Viva Libertad, Heffer. Ja, ja. Ich bin nicht klar, das beste Guerillero, das beste Mann. Du hörst nicht zu. Dann übersetzt es mir, Juan. Der Akzent. Clara versucht es zu verbergen, aber sie stammt aus einer reichen Familie wahrer Yaraner. Sie kann schießen, bluten und trinken mit uns, wie sie will. Aber den Gestank der Oberschicht wird man nicht los. Was hat das mit mir zu tun? Du bist eine Weise, Dani. Arm, aus der Gosse. Wenn sie dich sehen, sehen sie keine Politik. Sie sehen, dass sie keine Ausrede haben. Sie benutzt mich. Sie. Und umgekehrt benutzt du sie auch. Willst du Anton töten? Ja. Willst du Yara befreien? Klar willst du.
Aber das hier kann Clara nicht sagen. Doch wir beide wissen es. Du willst das. Du bist Guerriero. Für uns bedeutet der Stift in der Hose bei einem Hinterhalt und der beißende Gestank von Schwefel in der Nase. Das ist... Spaß. Keine Sorge. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. Martinas. Ja, jetzt haben wir natürlich hier einiges vor uns. Die Bösen sind natürlich auch noch bemalt. Ja, da würde ich natürlich das machen, was er gesagt hat. Dann würde er erst einmal Madrugada machen. Gott, ist die Welt groß. Okay, hier ist noch. Achso, was voran, ja. Ein Treffen mit den Legenden. Viele Boote, wa? Ja. Ja, es geht. Extra Inhalte jetzt verfügbar. Alle deine zusätzlichen und gekauften Inhalte sind nun dein. Schau dir das Arsenal, die Amigos und die Fortbewegungsmittel an, um deine neuen Inhalte einzusehen. Fahrzeuge. Ach du Scheiße. Aber ja, ernst, was man hier alles machen kann? Ach, natürlich. Strohut, Ruffy. Ups. Wo sind jetzt eigentlich meine... Ah, hier. Nee. Da sind Amigos. Müsste ich nicht noch Dings haben? Als Streite Chorizo auf dem Finca Montero im Mogote Vorgebirg. Waren wir da nicht? Ach nee. Okay. Unsere Aufgabe sagt, wir müssen 2500 Meter in die Richtung. Das heißt, hier an den Hafen ran, ha? Oh, ein Boot hin. Habe nur das eine. Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung. Klugscheiße. Aber ja, du wurdest gewarnt. Warte mal, kann ich das gehen? Am Militärfahrzeug. Wir so, hi. Schwach gegen Springpatronen. Treffer. Das auch.
Stirb jetzt! Ich will Heilfleisch haben. Ich glaube, so tief kann ich gar nicht tauchen. Ja, das ist sehr tief. Und nicht überlebt. Passiert. Gibt bestimmt auch noch eine Möglichkeit, länger zu tauchen. Wow. Echt jetzt? Ich wollte das noch einsammeln, deswegen bin ich nochmal zurück. Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung. Klugscheißer. Aber ja, du wurdest gewarnt. Wir sind gerade nicht allzu viel. Nach wem soll ich in Madrugada nochmal Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit dir treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Philly kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird einem auch nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Suerte. Ist richtig, ja. Was jetzt? Achso, ich hab den Ding so gar nicht getestet. Ah, ein geileres Visier wäre noch cool gewesen. WTF, Alter, das ist wirklich ein Harpunenwerfer, Junge. Wo ist jetzt hin?
Pelikanfleisch. Das Ding ist ja übel. Stimmt, hier ist ja noch ein Schatz. Dieser Typ hat ein ernsthaftes Ungezieferproblem. Ich sollte mal reinschauen. Okay. Das ist also Alvaros Haus. Keine Spur von ihm und keine Spur von Mungo. Sie werden sterben. Was war das? Das klang, als käme es aus dem Schuppen da. Ein böses Tier, würde ich sagen. Oh, Scheiße! Hoje! Komm zurück! Verdammt. Einfach cool bleiben. Hier geblieben. Er hat den Schlüssel zum Waffen, okay, ich muss töten. Der hat einen Schlüssel. Ah, dann greifen wir mal auf altbewährte Schrotflinte zurück. Die Schreckensherrschaft des Mungos ist vorbei. Ach, und danke für den Schlüssel. Abfangmission. Was kriegen wir? Ich bin froh, dass ich nicht fertig bin. Und bin mit Mungos. Eine krasse Pistole. Die Magazinkapazität wird vergrößert. Beim Nachladen dieser Waffe werden alle Waffen nach. Bitte was? Euer Kreuz. Hat sogar ein Visier. Nett. Was haben wir hier noch für Ausrufezeichen? Ich habe die Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Die Bauern in der Gegend wären dir sehr dankbar, wenn du sie zerstörst. Danke.
Sarida. Unglaublich. Noch ein Ausrufezeichen. Ja, Rennen darf ja auch nicht fehlen. Gibt's Erfahrung, eine Figur und ein Scharfschützengewehr. Cool. Da brauche ich auch nicht Saude, würde ich sagen. So, hier habe ich. Jo. Hola, ist der Yami? Hab deine Nummer auf so einem Rennplakat gesehen. Oh, wenn du auf Rennen stehst, dann bist du bei mir richtig. Wir machen das im Guerilla-Style. Jede Strecke ist mit Signalfackeln markiert, die du durchfahren musst. Versuch die Bestzeit zu schlagen. Bist du dabei? Ach, scheiße. Ich bin dabei. Das hast du schön gesagt. Ich mag dich jetzt schon. Viel Glück. Also ja, man hat auf jeden Fall verdammt viel zu tun in dem Spiel. Hier ist das Flugabwehrding. Kiste an der Küste. Kiste an der Küste, klingt gut. Ups. Hallo? Philips magische Werkstatt, ja, jetzt noch nicht. Die da oben irgendwo hängen. So? Von der anderen Seite. Das ist gerade erstmal ein Fall, oder? Lieferung wird umgeleitet. Erhalt an neuem Ort bestätigen. Roger, auf dem Weg. Mal sehen, ob ich es vor den Soldaten zur Abwurfstelle schaffe. Was ist da hinten denn? Was ist da gelben Rauch? Da ist der. Das ist aber weit. Boah. Ja, genau da wollte ich hin. Schnell.
Anschieben helfen. Das nehme ich gerne. Okay. Pass bloß auf, Dani. Flammenwerfer. Wie fuhr ich so? Oh, hab ich doch ausgerüstet. Da war doch was. Wir sollten mal die Dingshandschuhe einziehen. Boah, wie lange willst du noch warten, Junge? Ganz uncool. Das ist echt heftig bei der Waffe. Das ist ein Riesenfang. Welcher Verklarer stolz auf mich. Was gab jetzt nur Erfahrungspunkte? Nee. Schießpulver. Und Kleber. Jetzt bin ich hier unten. Jetzt kann ich auch das Geschütz machen. Jetzt, wo ich hier in der Nähe bin. Vare, por favor. Erobere. Scheißdreck. So geht das. Mensch. Was ist denn unten links eben noch drauf? Ist das Rüstung oder was? Wo ist denn hier? Sprengpatronen. Ernsthaft, fliegt jetzt hier bei dem Geschütz Hubschrauber rum. Ist ja uncool. Ist natürlich jetzt kein Werkbank, halt Sprengpatronen gemacht. Hey,
geschossen? Hallo. Macht's gut. Was geht mit dem Hund ab? Ach, das hier ist... Nee. Das ist jetzt Basis hier. Hier ist vom Kana. Offizier, dein Rang würde dich nicht beschützen. Das ist richtig. Vor allem, dass du alleine bist. Tschüss. Ist bestimmt irgendein Storygebiet hier. Story-Missionsgebiet. Hola, ich will mit dir reden. Was gibt's? Ich habe die Flugabwehranlage auf deiner Karte markiert. Die Bauern in der Gegend wären dir sehr dankbar, wenn du sie zerstörst. Gracias, gracias. Wow, Rang 8. Danny, das Militär lagert einen Teil des abgereicherten Urans bei diesen Flugabwehranlagen. Besorg mir etwas davon, dann kann ich dir mehr Supremos bauen. Und wenn du dabei die Flaks ausschaltest, kannst du dich frei durch Yaras Luftraum bewegen. Ich hab einen Kontakt! Komische Scharfschützenposition für einen Scharfschütze. Was Vorherrschaft. Was ist geschützt da? Gut, hier ist keine Kiste. Ich glaube, Feuer bringt doch nichts, oder? Das ist ja jetzt doof. Thank you.
Tarnungsstufe unten links. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, das Ding wäre erledigt. Jetzt hätten wir hier noch eine Basis. Ich würde sagen, Leute, die Basis machen wir noch. Und dann soll es das gewesen sein mit Far Cry 6. Ich denke mal, ihr habt da einen guten Einblick bekommen in das Spiel. Beschädigtes Fleisch. Militärisches Ziel in der Nähe. Ja. Da ist ein Hubschrauber. Hey, Clara, hast du eine Ahnung, wieso das Militär eine Wetterstation besetzt? Du bist im Westen, oder? Darüber habe ich mich auch schon gewundert. Such uns einen Computer. Wir werden schon rausfinden, was die da machen. Okay, ich sehe mich mal um. Ich sollte die Kamera da zerstören. So, das ist das, was da bellt. Was wohl passiert, wenn diese Tiere ausbrechen? Nichts Gutes für die auf jeden Fall.
den da. Das ist eine gute Waffe hier. CMP wahrscheinlich. Ninjarilla. Erobere eine FND-Basis, um entdeckt zu werden. Nur Solo-Kampagne. 100 Medizin. Für was auch immer die Medizin sein soll. So, hier gibt es aber noch irgendwie. Hier gibt es noch ein Lager. Ja. Sind das Bananenfans oder was? Was gibt's? Schießpulver, das ist immer gut. Hola. Hola. Du hast was für mich? Es steht eine Vorratslieferung an. Sei als Erster vor Ort und schnapp sie dir. Danke dir. Sind trotzdem immer andere Gegner noch da. Was verkaufst du? Was? Okay, lass mal hier. Was verkaufst denn du? Du verkaufst sogar einen Rucksack. Ah ne, du brauchst Uran dafür. Achso, okay. Impro-Waffen, Waffen und Klamotten. Aber ich habe nicht viel Geld. Brauchst du? Jetzt haben wir den Hubschrauber, was ich ganz cool finde. Und ich bin
begebe mich jetzt einfach mal dahin. Gibt keine Flugabwehranlagen hier. Ist doch schon. Was hast du für mich? Die Armee hat einen Kontrollpunkt errichtet. Das gefällt uns gar nicht. Kümmere dich darum, damit wir wieder unsere Ruhe haben. Hey, danke. Kontrollpunkt. Was für ein Mensch arbeitet an so einem Ort? Gott. Hallo, ich war gerade im Hubschrauber. Bist du Philly? Ich bin Danny. No. Hier ist kein Philly. Philly Basaga. Wow, was hast du auf dem Rücken? Weißt du, wo ich ihn finde? Cerveza. Also wer hat hier... Alles dient mehr als nur einem Zweck. Kannst du eine Sekunde herkommen? Kannst du mal kommen? Hältst du das mal bitte runter für mich? Das ist ein Todmann-Knopf. Eine Bewegung? Also, warum bist du hier? Ich gehöre zu Clara von Libertad. Der lügt. Hat sie nicht gesagt, dass ich komme? Clara! Libertad! Du wirst hier mit großen Armen um dich. Chorizo. Aber ich sehe Clara nicht. Ich sehe nur dich. Also, wieso bist du hier? Hast du Familie zu retten? Kinder? Nein. Was willst du dann überhaupt hier? Ich will meinen Finger vom Schalter nehmen. Und ich will wissen, wer mir dabei hilft, Castillo umzulegen. Okay. Du bist sicher. Du bist also Claras Held, hä? Ich bin kein Held. Chorizo, es hat geklappt! Geklappt! Feliz Magie, Baby. Du willst, dass wir Libertad helfen? Sprich mit Carlos Montero, unser Urgestein. Seine Familie wird unser Land retten. Ach, super. Bring mich zu ihm. No. Schritt 1. Philly muss dich lieben. Schritt 2. Die kleine Montero muss dich lieben. Die kleine Montero? Sie, die... Chorizo, komm schnell mit, Junge. La Espada, seine Tochter. Zuletzt habe ich gehört, dass sie die Paria-Plantage im Osten angreifen wollte. Mag sie dich? Bist du dabei? Viel Glück, sie zu finden. La Espada? Oh Mann, die hat Feuer. Oh. Das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lässt du mich mit deinem irren Rucksack spielen, okay? Nein. Na gut, dann lass dich von dem Gift nicht unterkriegen. Ach, echt ein komischer Quatsch.
Und mit diesem komischen Chaos, beende ich jetzt mein Far Cry 6 Stream. 3. Ja, ich muss sagen, seit Far Cry 3 ist das mal wieder ein Far Cry, was mir sehr gefällt. Weil Teil 5 fand ich leider nicht so gut. Und Teil 4 sowieso nicht. Und ja, ich freue mich, das Spiel weiterzuspielen. Mache ich dann aber wahrscheinlich im Koop dann weiter. Und ja, es wird heute oder beziehungsweise morgen, denke ich mal, wird es noch einen Stream geben zur Battlefield Beta. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Und ja, ich werde jetzt Far Cry beenden. Ich werde es auf YouTube hochladen. Da könnt ihr euch mal angucken, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt. Beziehungsweise bei Twitch ein Follow. Und wir sehen uns dann beim nächsten Stream wieder. Bis dahin, haut rein, euer Game Hunter. Bis zum nächsten Mal.